Oh mein Gott, so realistisch wird GTA 6. Ja, Freunde, der Super Bowl ist vorbei und was ist passiert? Nichts. Wer hätte das gedacht? Was bedeutet das Ganze jetzt für uns? Einfach nur weiter warten. Ist ja nicht so, dass wir schon seit 10 Jahren machen. Na gut, ich bin natürlich da, um euch das Ganze zu versüßen. Und heute habe ich wirklich ein Leckerli parat. Denn es geht um GTA 6, die Location und sozusagen die Map. Und diese wird wie noch keine GTA-Map zuvor werden. Ja, Freunde, die Mega-Leaks vom letzten Jahr haben uns alle schockiert. Egal ob positiv oder negativ. Viele waren abgeschreckt von der Grafik und haben gesagt, dieses Spiel wird kacke werden, das werde ich nicht anfassen. Doch ich kann euch beruhigen, durch die Leaks, die da veröffentlicht wurden, hieß es sogar, dass GTA 6 das 10-fache an Produktionskosten kosten wird als wie GTA 5. Bedeutet für uns, es muss einfach nur heftig werden. Ja, es wurde auch sehr viel über die Map gerätselt. Darüber habe ich einige ausführliche Videos bereits gemacht, solltet ihr unbedingt abchecken. Doch im Großen und Ganzen ist das momentan die aktuellste Map, die man in GTA 6 erwartet. Und das hat man nicht einfach aus den Ärmel gezaubert, sondern man hat sich die Koordinaten aus den Leaks genommen, plus die Orte mit der Map verglichen und so ist es Schritt für Schritt entstanden. Also diese Map wurde von professionellen Map-Designern erstellt. Ja, außerdem haben diese gesagt, dass die Orte diesmal in GTA 6 so realistisch sind wie noch nie. Denn die Straßen sind eigentlich 1:1 wie das Original. Bedeutet für uns, die Map wird riesig, realistisch und voller Details. Kleines Beispiel ist diese Szene. Diese Szene ist anscheinend eine Mission aus GTA 6. Dort klaut Jason und Lucia einen Munitionstransporter von dem Militär und bei der Flucht werden die natürlich verfolgt von den Cops. Dabei muss man auf die Straße achten, wo das Auto durchfährt. Guckt euch mal den Leak an und die originale Straße aus Miami. Auf jeden Fall eine verblüffende Ähnlichkeit. Doch das ist doch nicht alles, Freunde. Es wird noch spannender werden. Deshalb holt euch was zu naschen, zu trinken und lehnt euch zurück. Denn wir kommen jetzt zu der nächsten Szene. Bei dieser Szene testet gerade der Programmierer die Autophysik. Und diese kann sich blicken lassen. Erinnert sehr stark von der Lenkung und allgemein den Schadenprinzip von GTA 4. Und sind wir uns mal ehrlich, Hand aufs Herz, wir haben GTA 4 geliebt. Ja, auf den ersten Blick denkt man sich, ja, nice, kann man mal machen. Doch wir gehen natürlich auf diesen Kanal immer ins Detail, damit ihr top informiert seid. Ja, Freunde, in der ersten Szene sieht man Folgendes. Ein sehr detailliertes Straßenschild auf jeden Fall. Das heißt, ihr müsst da nicht unbedingt die Map nutzen, sondern könnt wie in Real Life auch einfach den Schildern folgen. Auf dem Schild steht North Beaches, Lake Leonida, sowie ganz rechts Washington Beach und Exanifinka. Das sind auf jeden Fall verschiedene Orte und verschiedene Strände, sowie ein See. Also das heißt, wir werden nicht nur ein Meer haben, sondern auch ein See sowie Sumpfgebiete. Dieses Exanifinka Finca ist zum Beispiel ein Sumpfgebiet. Warum das Ganze so ist, habe ich ebenfalls schon auf diesem Kanal erklärt. Wie gesagt, einfach mal die Playlist starten und alles abchecken. Dann seid ihr auf jeden Fall up to date. Dann ganz links sieht man Highway I-95 Volts. Also das ist mehr oder weniger eine Trennwand oder Schallschutz für die Stadt. Und dies ist auch verblüffend ähnlich wie das Original. Nicht nur die Farbe oder wie das gebaut ist, sondern auch die Vögel erkennt man wieder. Ja, ganz rechts sieht man eine Fabrik sowie weiter hinten eine Parkgarage. Ja, so eine Art von Parkgarage kennen wir schon bereits von diversen GTA-Teilen. Da wird auf jeden Fall die ein oder andere Drogenübergabe stattfinden. Am besten auf dem Dach. Die OGs kennen sich aus. So, wir kommen jetzt nun zu der nächsten Szene. In der nächsten Szene sieht man auf jeden Fall, wie der Highway weitergeht. Und da sieht man auch, dass der Highway verblüffende Ähnlichkeit hat mit dem Original. Also man kann wirklich sagen, die Größe stimmt 1:1. Weiter hinten und das Ganze in lila markiert, sieht man den Wynwood Block. Ja, wie soll man euch das Ganze erklären? Also Wynwood Block ist wie so ein kleines Einkaufszentrum. Also da gibt es alles Mögliche innen. So wie eine Bar, kleine Geschäfte zum Einkaufen, sowie Kleidungsläden. Dann in grün markiert sieht man ebenfalls einen kleinen Laden. Also ihr merkt, dieses Game ist spezialisiert auf Läden. Ich sehe auch kein Geheimnis, in diesem Spiel geht es um Raub. Und dann haben wir noch einen speziellen Kleidungsladen und der sieht wirklich speziell aus. Also hier, glaube ich, könnt ihr die verrückteste Mode holen. Und auch dieses Gebäude sieht verdammt wie das Original aus. Also es wird auch Läden geben, wo deine Kleidung maßgeschneidert wird, aber auch Läden sowie Kick, wo du alles günstig kriegst.
Ja, und achtet mal jetzt auf diesem Bild rechts oben auf die Skylines. Ja, Miami ist bekannt dafür für die Skylines. Und diese sind einfach nur schön. Leider kann man die aus dieser Perspektive nicht gut sehen. Deshalb kommen wir zu der nächsten Szene. Und zwar ist es die Metro-Szene. Da sieht man Jason in der Vice City Metro ein- und aussteigen. Und in einer kurzen Frequenz sieht man auch die Skylines. Bedeutet, dass die Metro gar nicht mal so weit entfernt ist. Ja, und von den Skylines werden wir diesmal auch mehr als genug haben, denn alleine hier auf diesem Bild sieht man ganze 12 Stück. Jetzt könnte man sagen an der Stelle, boah, langweilig, die Gebäude kann man eh nicht betreten. Naja, Leaker und Insider haben gesagt, dass man so viele Gebäude wie in GTA 6 noch nie betreten konnte. Also dieses Spiel ist wirklich ein Open-World-Game. Sollte eigentlich keinen wundern, denn dieses Jahr 2023 kommen ganze 30 Open-World-Games und diese entwickeln sich enorm. Die Spieleentwickler haben einfach gemerkt, Open World ist nun mal die Zukunft. Und Rockstar Games will natürlich Vorreiter bleiben. Ja, ich könnte euch jetzt die ganzen Gebäude aufzählen, aber ich denke mal, ihr könnt es auch selbst sehen. Und wie diese Gebäude im Flug in-game aussehen könnten, das seht ihr in folgender Szene. Ja, Freunde, wie gesagt, das ist und bleibt der beste GTA 6 Kanal. Deshalb würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt und vergisst nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ach ja, und nicht vergessen, ich bin fast täglich live, deshalb solltest du immer wieder auf dem Kanal vorbeischauen und die Benachrichtigung für den Livestream aktivieren, damit du auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei bist und wir quatschen können. Abonnieren nicht vergessen, sonst hat mich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu kleiden. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach rüber reagieren.